Willkommen Leute zu einem neuen Format auf unserem Kanal. Ich bin Bennett. Ich bin Wiebke. Und das ist das Format Eine Stimme, viele Personen. In diesem Format widmen wir uns einem Synchronsprecher und stellen ihn und seine bekanntesten Sprechrollen vor. Wir können natürlich nicht alle Sprechrollen nehmen, da dies bei manchen den Rahmen sprengen würde. Deswegen beschränken wir uns auf die, bei denen wir dachten, dass sie die meisten kennen oder die für uns persönlich eine besondere Bedeutung haben. Okay, den ersten Synchronsprecher, den wir uns heute vornehmen wollen, das ist der gute Gerald Schale. Geboren ist er am 7. Mai 1955 in Berlin und hat seinen Weg zum Synchronsprecher durch das Jugendtheater begonnen. Also da hat er halt angefangen und ist dann immer weiter in die Materie eingedrungen, um dann an vielen Hörspielproduktionen mitzuwirken und dann den folgenden Charakteren auch ihre Stimme zu verleihen. Die vermutlich bekannteste Rolle von ihm ist, wie wir uns dachten, Daffy Duck aus den Looney Tunes. Larry und ich hatten heute Morgen ein interessantes Gespräch. Er wollte nicht, dass ich etwas darüber sage, aber das muss ich wohl. Ich sollte es nicht tun. So, wir fangen übrigens als erstes mit den Filmen an und gehen danach weiter zu den Serien. In dem Zeichentrickfilm Oh, wie schön ist Panama hat er den kleinen blinden Maulwurf gesprochen, der am Bach sitzt und angelt und erstaunlich viel Essen bei sich hat. Im Anime-Film der Ghibli-Studios, Das wandelnde Schloss, spricht da die kleine Flamme Kaizifer, die das ganze Schloss am Leben hält. In den vier Shrek-Filmen spricht da einen meiner Lieblingscharaktere, die kleine Holzpuppe Pinocchio. In dem Film Die Schlümpfe aus dem Jahr 2011 spricht da den kleinen Scherzkeks Jokey-Schlumpf, dessen Geschenke gerne mal explodieren. Außerdem hat er auch dem kleinen knuffeligen Mort die Stimme gegeben aus Madagaskar 1 bis 3. Außerdem auch in Die Pinguine aus Madagaskar, der Serie. Und auch in der King Julian Serie hat er den kleinen King Julian liebenden Füße Mort synchronisiert. Das war nicht mein Satz. Außerdem hat er den als unzuverlässig geltenden Soldat Murtok gesprochen, den wir alle aus Fluch der Karibik kennen, denn er war Soldat der Royal Navy und East India Trading Company. Also, man müsste ihn theoretisch kennen. Ich nicht. Theoretisch. Und Caligula Minus hat er auch gesprochen aus dem Asterix-Zeichentrickfilm von 1967. Caligula Minus wurde von seinen römischen Kollegen gezwungen, quasi als Spion in das gallische Dorf zu gehen. Das gallische Dorf! Um den Zaubertrank zu stehlen. Man kennt ihn außerdem noch als Zeng aus Kung Fu Panda 1, wo er ins Gefängnis geschickt wurde, um dem Hauptmann zu sagen, dass die Wachen verstärkt werden müssen. Und in Kung Fu Panda 3 hat er auch mitgesprochen, und zwar als Farmer Gans. Er hat zweimal eine Gans gesprochen? Ganz genau! Oh! Und jetzt beginnen wir mit den Serien. Da! In Digimon Adventure, Digimon Adventure 02, Adventure Tree und den Filmen hat er Agumon und all seine Weiterentwicklung und die Vorentwicklung Koromon gesprochen. Und zwar war er hier der Partner von Tai, der einer der 8 legendären Digi-Ritter ist, und hat mit ihm die Digi-Welt gerettet. Adventure 2 spielt übrigens 3 Jahre nach Adventure. Und in Digimon Data Squad, das ist die 5. Staffel von Digimon, hat er ebenfalls Agumon gesprochen, allerdings ein anderes Agumon. Das war nämlich der Partner von Markus Damon, dem Straßenkämpfer, der bei der DATS arbeitet. Es hat sich im Großen und Ganzen eigentlich genau wie das Agumon von Tai angefühlt, aber es hatte rote Bänder an den Armen. Und in Digimon Tamers hat er einen der Devas, und zwar die Maus, gesprochen, nämlich Kumbiramon. Nicht besonders furchteinflößend, aber hey. Es war eine Ratte. Entschuldigung, die Ratte. Ebenso spricht er eine der bekanntesten Figuren von Warner Bros., nämlich Daffy Duck in allen Warner Bros. Filmen, sowie in den Baby Looney Tunes. Da spricht er den kleinen Baby Daffy Duck mit der vollen Windel. Ja. So süß. Ja. In der Tex Avery Show, die aus mehreren kleinen Mini-Episoden besteht, spricht er Freddy die Fliege. Das ist aus dem kleinen Mini-Abschnitt, wo die fette Dame immer versucht,
die kleine Fliege zu fangen und dabei immer Mach die Biege, Fliege! Kenn ich nicht. Muss man nicht kennen, war ziemlich bekloppt. Ebenso hatte er recht viele Auftritte in den Yu-Gi-Oh! Serien. In der ersten Staffel hatte er sogar zwei verschiedene, nämlich den jungen Bones, den Handlanger von Bandit Keith mit seinem Zombie-Deck, und Strings, den Straßenpantomim mit den vielen Piercings, der von Marek gesteuert wurde. Dieser hat versucht, mithilfe der Götterkarte Slifer der Himmelsdrache Yugimoto zu besiegen, jedoch konnte Yugi ihn besiegen. Doch das ist noch nicht genug. In Yu-Gi-Oh! GX spricht er Prinz Ojin. Sein Königreich entwickelte einen Satelliten, mit dem man Menschen per Gedankenkontrolle steuern kann. Und Sartorius, der Bösewicht dieser Staffel, hat versucht, diesen Satelliten an sich zu bringen. Er hat Ojin besiegt, konnte dann diesen Satelliten für sich benutzen und hat Prinz Ojin wie eine Marionette ferngesteuert. Zusätzlich hat er in derselben Staffel auch noch Trapper gesprochen, einen Jäger, der sich auf Geister von Duellmonstern spezialisiert hat. Auch ein sehr interessanter Job. Dieser hat versucht, die Kristallungeheuer von Jesse Anderson zu bekommen, beziehungsweise deren Duellgeister. Jedoch hat Jesse ihn besiegt und er wurde von allen Duellgeistern heimgesucht, die er je gestohlen hat, und verschwand. Und in Yu-Gi-Oh! 5Ds hat er Lazar gesprochen. Er ist Sonderkommissar der Polizei, Chef der Überwachungszentrale und Goodwins Assistent. Man könnte ihn als seine rechte Hand bezeichnen. Und in Yu-Gi-Oh! 6 spricht er den alten Meister Roku, der im Duell-Dojo oben im Wald über Heartland City wohnt. Und er bringt Yuma, dem Hauptcharakter der Staffel, eine ganze Menge bei, wie man zum Beispiel seine Karten behandelt und dass diese auch fühlen und Angst haben können. Außerdem hat Gerald Schale noch Rabbit, diesem kleinen gelben Hasen, der sich scheinbar für sehr schlau hält, aus Winnie Pooh die Stimme geliehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Winnie Pooh nie gesehen. Ja, man kann ja nicht alles geguckt haben. Und bekannt ist die Stimme auch noch aus Herkules, aus der Serie, und zwar von Schwefel, der gemeinsam mit Pech der Handlanger von Hades war und auch einige Auftritte in Mickeys Clubhaus hatte. In der Serie Bakugan wird Priors, der Bakugan-Partner von Marucho, von Gerald Schale gesprochen. Im Übrigen ist Priors verrückt, unterhaltsam und kann kochen. Sein Element ist Aquos. Auch in Adventure Time hört man Gerald Schale, und zwar als Beulenweltprinzessin. Ihren ersten Auftritt hatte sie in der zweiten Folge, in welcher sie Jake gebissen hatte, welcher dann drohte, sich auch in ein Beulenwesen zu verwandeln. Und Gerald Schale ist der offizielle Synchronsprecher von David Schwimmer und hat demnach auch Ross in Friends gesprochen. Ross ist der Bruder von, also ist ein Hauptcharakter, und zwar der Bruder von dem anderen Hauptcharakter Monica. Und laut der Seite ist seine unfehlbare Eigenschaft, seine Haare stark zu gelen, weil sie von Natur aus sehr lockig sind. Des Weiteren wurde Voltaire von ihm gesprochen, der Kopf der Superschurkenliga. Und laut der offiziellen Superschurkenliga-Wiki-Seite findet er es böse, ein Garagentor zu öffnen oder eine Piñata mit Käse zu füllen. Wie grau ist er? Jetzt ist nur die Frage, ist es warmer Käse, Käsestücke oder vielleicht Schmelzkäse, Stinkekäse, wer weiß es schon. Ich glaube, Stinkekäse sind für Kinder am grausamsten. Ne, aber so heißer Fondue-Käse ist auch nicht schön, wenn das auf dich raufplatscht. Das ist wirklich böse. Oh ja, das ist es. Deswegen ist er auch in der Superschurkenliga. Richtig. Und als letztes hat er den Mario von der Anime-Serie Kickers gesprochen. Ja, den Torwart, der es sogar geschafft hat, den Teufelsdreier zu halten. Was? Ja! Der Teufelsdreier! Der Legendäre! Der Legendäre! Und nun, zu guter Letzt, die wohl allerwichtigste und tollste Synchronstimme von allen. Es ist Pupsi! Das Schwein aus Prinzessin Lilifee! Ganz genau!
Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich auch nicht, ich habe das nie gesehen, aber es heißt Pupsi. Und das ist witzig. Ja. So, und hier haben wir jetzt nochmal eine kleine Auflistung von allen Charakteren, die wir hier eben hatten, mit Bildern. Genau. Und dazu noch ein paar kleine Stimmbeispiele, um es euch nochmal zu verdeutlichen. Ja, seid überrascht und lasst euch, überraschen. Keine Ahnung. Sehr schön. Sag mal, Tai, hast du wenigstens eine Ahnung, wohin wir eigentlich treiben? Nein, aber das muss ich auch nicht, um sie zu mögen. So, hier oben wird bestimmt keiner danach suchen. Schweinestall? Ach, das bisschen Schmutz. Etwas Spucke drauf und in Sekunden ist die Bude wieder 1A. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei diesem wundervollen Format, wo wir dann einen neuen Synchronsprecher genauer unter die Lupe nehmen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Das hat er aufgenommen. Ist egal. Ich bin eine Banane. Okay, ich fang an. Außerdem kennen wir ihn als Zeng aus Kung Fu Panda 1. Und in Kung Fu Panda 3. Du musst schon sagen, wer ja, Zeng. Ich hab's halt nicht verstanden. Er wurde in das Gefängnis geschickt, um dem Hauptmann zu sagen, dass sie die Wachen verstärken sollen. Okay, also, man kennt ihn außerdem noch als Zeng aus Kung Fu Panda 3. 1. Bullshit. Nochmal. Also, man kennt... So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei einem neuen Format. Was? Nein, nochmal. Nochmal, Entschuldigung. Das sagt du das Ende.